Und da sind wir wieder bei Vegasif, mir Sefi und Jutis. Guten Tag. Bei Pokémon Colosseum hier im Lagerturm. Also nicht im Lagerhaus. Siehe, das Teil mal nicht. Ja, ja, und ich wusste schon, was du meintest. Das ist so nervig. Ich bin froh, dass das gleich vorbei ist. So, erstmal schnell heilen. So. Wollen wir die Afterstory denn auch noch im Let's Play machen? Könnten wir. Nur, was mich daran halt stört, ist, dass um die wirklich abzuschließen, musst du in dieses Orkus-Kolosseum rein, wo die teilweise mit 60ern rumlaufen. Ja, wir können es dann noch überlegen. Sonst könnten wir auch rein theoretisch gehen. Ach ja, rein theoretisch könnten wir auch Pokémon von unseren Editionen rüber tauschen. Weil nach der Hauptstory kannst du ja tauschen. Ja, stimmt. Das würde rein technisch gesehen gehen. Aber wir können es ja dann nochmal entscheiden, habe ich gespeichert? Ich speichere lieber nicht mehr. Aber ich glaube, ja, ich habe gespeichert. Ich speichere trotzdem nochmal, wenn es kann. Sicher ist sicher. Ich finde eigentlich, Pokémon-Kolosseum ist total kurz. Ich hätte es lieber ein bisschen länger gehabt. Ja, ich meine, ich finde es aber auch so, ja, ich weiß nicht, ich finde Kolosseum so seltsam. Es ist so, anders? Ja, erstens, weil du halt keine wilden Pokémon hast und du eigentlich gezwungen bist, mit dem, was du kriegst, auszukommen. Und dann die Hälfte davon ist nur, ja, in meinen Augen Rotz. Ich meine, ich bin nicht erpicht darauf, ein Botowil zu trainieren. Ich bin auch nicht erpicht darauf, mit einem Dumise durch die Gegend zu laufen. Ich meine, das einzig Epische sind, wie gesagt, die Hunde. Und, ja, ich glaube, ich finde auch... Okay, die Story ist so, ja, kann man machen. Das ist jetzt nichts, was man so unbedingt haben muss. Ja, aber was ich einfach nervig finde, ist, dass dir da andauernd eine hinterherlatscht. Das finde ich bei XD dann wieder besser. Puh, ich finde, und ja, ich finde die Charaktere sind halt ziemlich bunt. Also seltsam, skurril, wie du sagtest schon. Statt die böser zu machen, sehen sie einfach nur mega strange aus. Ich meine, hätte man uns ein paar bessere Pokémon reingebatscht. Achso, ja, komm zurück. Oh, Zwiebeln! Und Spargel ist auch dabei! Schön, dass ihr wieder da seid! Und? Habt ihr meine Nachricht bekommen? Angekommen ist sie, aber die Nachricht war unvollständig. Wir haben nichts verstanden, Großvater. Ach so? Seltsam. Egal! Jetzt können wir auch miteinander reden. Gute alte Schule. Also, was ich eigentlich wollte, war Folgendes. Ich habe hier etwas für dich, Spargel. Los, nimm schon. Spargel hält Meisterball. So, Spargel. Jetzt mach dich mit Zwiebel zusammen rasch auf den Weg. Verschlage diese schreckliche Organisation, die den Weltfrieden bedroht. Okay. Dankeschön. Yay, Freifahrtschein für jedes Krypto-Pokémon! Yay! Da ist ein Krypto-Pokémon, der Meisterball wird richten! Oh, da ist ein Dumise! Boom! Nein! Ich finde das so witzig, dass hier auf der Karte dieses von Orkus zum Labor schon aufgemalt ist. So, diese Untergrundbahn. Oder auch hier, es scheint, wenn dieses weiße Wege sind, scheint es ja einen Weg dahin zu gehen vom Duellberg. Ja. Also wundert mich, dass da noch keiner kommt und so, in der Bohr, was machen die denn da? Warum steht das hier mitten im Nirgendwo? Ich finde es auch so, ich meine, das ist zwar schön designert, sage ich jetzt mal, aber ich habe mir trotzdem so ein paar mehr schönere Städte gewünscht.
Ja, da merkt man, dass es so das erste Mal ist, dass die sowas machen. Ja, aber ich finde es aber auch wiederum schade, dass sie es nicht weiter versuchen. Hm. Stattdessen kommt sowas wie Pokémon Tekken raus. Obwohl, es gibt Gerüchte, dass Pokémon Sterne oder Stars ja für die Switch rauskommen soll. Ja. Unter anderem wird als Indiz wird halt angeführt, dass die Texturen und so für die Pokémon schon in HD im Spiel verfügbar sind, nur halt runtergerechnet werden. Mhm. Sowas zum Beispiel. Wobei eigentlich, ich persönlich denke nicht, dass das was damit zu tun hat. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Ja. Meine vorstellen kann ich mir in der Hinsicht, dass die versuchen, die Switch so auch so als Handheld zu verkaufen. Ja. Dass sie die DS-Linie dann quasi aufsterben lassen und dann die Handhelds nicht mehr produzieren und die Switch das dann alles beides in einen sein soll. Ja, das kann ich auch gut vorstellen. Das könnte ich mir vielleicht denken, weil die Wii ist dann noch gut gelaufen, aber die Wii U ist halt so untergegangen. Mhm. Oh, hi! Moment, ihr beiden, hier geht's nicht weiter. Ist das der Typ, von dem du vorhin die ganze Zeit geredet hast? Mann. Oh, ein Button-Parser. Dann hast du etwa ein Stafettenteam. Oh, ich wollte ja Pusti nach vorne bringen. Naja, endlich müssen wir seinen Feueratem auch wegpusten. Davon gehe ich aus. Vor allem, was mir jetzt auch gerade auffällt, hier diese normalen Kryptos haben eigentlich ein ganz ordentliches Level. Hier jetzt 45 ist jetzt nicht so. Aber was ist ein Krypto? Und dann aber die Vorstände, die hier gleich erstmal 11 Level überlevelt sind. Mm. Das ist ziemlich fies. Ich meine, man kriegt es ja scheinbar trotz all denen auch irgendwie noch hin, aber... Es nimmt dann irgendwie den Spielspaß. Mm. Ich finde, wie gesagt, man kann Jungs so ein bisschen trainieren und... Ja, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie... Also du könntest in diesem Kolosseum... Ich mach das Garaband weg, ne? Ja, komm rein. Also wir könnten in den Kolosseen trainieren, aber ganze Zeit dann einen Kampf nach dem anderen zu machen. Ja, hatte ich auch schon mal. Und das. Ja. Na, immer die gleichen Gegner. Also, da hat XD das besser gelöst. Mhm. Wobei, da fand ich es dann schade, da hattest du zwei wilde Pokémon, aber die waren dann so unterlevelt, dass du die nicht gebrauchen konntest. Auch wenn du da echt coole Sachen kriegen konntest. Mhm. Und wenn du wolltest, konntest du sogar zwei Electex haben. Ja, du hast ja einmal, konntest du das Krypto-Togepi, was du gekriegt hast von den Eintypen, das konntest du ihm zurückgeben nach der Erlösung. Mhm. Und dann hast du ein Elekit gekriegt. Okay. Mit Kreuzhieb, Feuerschlag, Eishieb und Donnerschlag. Hm. Da kommt mein Elevoltec übrigens her. Ja. Oh, Entegrund besiegt. Und du kannst dann auch nochmal ein Krypto-Electek fangen. Hast du zweimal Electek eigentlich? Boah, auch nicht verkehrt. Kann man machen, ne? Mhm. Ich find's aber so süß, wie böse die Beltra immer guckt. So, ah, ich töte dich. Ich gebe dem Scaraborn die Chance, sein Schicksal selbst zu entscheiden. Weil mich kostet's nichts, ob man nach B kommt. Wenn du es ausbüchst. Vielen Dank. Das ist nix. So,
So, ich gehe nochmal zurück und teile Entei, weil ich keine Beleber verstanden will. Vor allem, ich finde, du kriegst doch recht wenige Pokémon mit Statusveränderungen, also wie Schlafbruder zum Beispiel. Vor allem auch später nicht. Du hast ja nur Noctuhan-Hypnose. Pusti. Sonst sieht so Schlafbruder-technisch ziemlich mau aus. Ja, stimmt. Kann Traumfugi nicht nach Hypnose? Ach, Kampfstrahl war's. Yay, wir haben bald eine Box voll. Dann freue ich mich darüber. Naja, die ganzen Krypto-Pokémon zu erlösen macht ja nicht auch nur Sinn, wenn man sich sowieso Ho-Oh holen will. Ja, das stimmt. Oder halt früher zu Rubin und Saphir Zeiten, als man den Dex vollkriegen wollte. Weil das verstehe ich auch nicht, wie Nintendo auf die Idee gekommen ist, einfach Editionen rauszuschmeißen oder eine Generation, wo du nicht mal alle Pokémon fangen konntest. Ach ja. Wer will denn jetzt noch was? Leute, nochmal drehe ich nicht um. Spargel, ich hab's geschafft. Auf der CD-ROM ist eine Liste von Krypto-Pokémon, aber ich konnte sie bisher nur teilweise wiederherstellen. Ich schicke dir die Daten der 29 Krypto-Pokémon, die ich schon identifizieren konnte. Später mehr! Können wir hier nämlich eine Krypto-Liste? Hier, es gibt noch Lorblatt, Egelaber, Metagross gibt's noch. Wow, da hat er uns ja viele geschickt. Also das sind die drei, die er uns jetzt noch geschickt hat. Den anderen sind wir schon begegnet. Was eigentlich total dämlich ist, weil du ja gegen die Krypto-Pokémon storytechnisch kämpfen musst. Ja. Du kannst ja nicht dran vorbeigehen und so sagen, ja, hier sind die ersten 29. Den bist du schon begegnet. Also bringt dir die Liste nichts. Du kannst auch sagen können, ja, ich habe hier ein mühevoller Kleiner, dabei wenigstens drei entziffern können. Wo du dir denken konntest, dass die zwei noch existieren. Ja. Yeah. Oh, ich wollte hier umstellen. Ich wollte hier für ein bisschen Chaos und Erdbeben sorgen. Jetzt gibt's irgendwas. Währenddessen kannst du ja noch ein bisschen EP so farmen. Ich hoffe ja, dass es noch Psychokinese erlernt rechtzeitig. Ich gebe ihm mal Sonderbonbon. Ich wollte gerade sagen, ich gebe ihm mal den Sonderbonbon. So, jetzt hast du noch was an Level. Das sollte drin sein. Trommelwirbel bitte! Fanfare! Beifall! Hurra! Seit der Öffnung des Turms bist du genau der tausendste Gast! Haha, glaubst das doch nicht wirklich. Schließlich ist heute gerade mal der Tag der Öffnung. Schön wär's. Ja, und zwar sprühen! Ach, kommst du auch mit Erdbeben? Hotschaka! Na hier, das war jetzt nicht effektiv. Da will jemand nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben.
Georg versteckt seinen Fokus. Oh nein, wir alle sterben. Oh, das könnte sogar passieren. Später kann ich angreifen und Pussy ist nur mit Schlafpuller unterwegs. Und trifft nicht mal. Na, wen punchst du jetzt? Haha. Sehr uneffektiv. Volltreffer! Ach, die Strategie macht so einen Spaß. Können wir nicht noch so einen Libeltra haben? Mit noch was so viel. Ja, Libeltra auf Libeltra hat ja eh keine Wirkung. Ja, stimmt. Deswegen war mein Dragoran und mein Libeltra in der Kombi ja so unschlagbar. Auf Dragoran hat es keine Wirkung, Libeltra hatte seine Fähigkeit. Und so kriegt Pusti ein paar EP. Das ist nicht vollkommen nutzlos. Sonst müssten wir irgendeinem Pokémon Schutzschild beibringen. Haben wir die überhaupt, die TM? Kann man kaufen. Ja, zurück. Also im Competitive Play ist es so, dass du bei fast jedem Set im Doppelkampf mindestens einmal Schutzschild hast. Schutzschild ist sogar so ziemlich eine der Attacken, die am häufigsten vorkommen. Was ich ziemlich witzig eigentlich finde, weil du normalerweise selten Schutzschild einsetzt. Ja. Das ist genauso wie mit Offenlegung oder sowas. Ja. So, krieg ich jetzt was? Gib zu, du warst ein wenig stolz, der tausendste Gast zu sein. Naja, das geht. Hi du! Wieder bei Feldkampf zur feierlichen Öffnung? Ja. Rütteln wir mal hier alles richtig durch. Hey, du bist sehr mein FBE-Freundin. Du auch! Nein, mein Metan! Boah, ich glaube, Metan könnte das sogar überlegen. Das glaube ich auch. Schläf das mal lieber ein. Weil ich meine, Stolrak hat zwar eine gute Verteidigung, aber das ist Gestein Stahl. Das ist eine Vierfachschwäche. Aber mag ich Stolrak eigentlich? Ich auch. Oh. Na gut, die Beltra ist auf 47, ne? Okay. Pussy! Mimi! Wie soll ich sonst nennen? Belly? Belly! Oh. Das ist die kleine Belly. Oder Bella. Nachteil, man hat Erdbeben nur 10-mal. Hat mir noch ein AP Plus? Oder verwechsel ich das mit einem anderen Spiel? Keine Ahnung, hast du da vielleicht ein AP Plus, was ich mir leihen könnte? Also ich habe auf meiner Edition noch ein AP Plus. Ja, ich habe auch noch eins. Ich habe sogar noch 10 Sonderbonbons. Wo hast du die alle her? Die kriegt man so storytechnisch. Nun, wenn ihr schon mal hier seid, seht euch um und amüsiert euch schön. Ja, ich hatte 11 Sonnenbonbons storytechnisch gekriegt oder gefunden, bla bla bla. Wir haben nicht mal mehr einen Ether. Wir sind ziemlich low, was das angeht. Das ist schlecht. Hallo. Guck mal, wenn ich aus der ganzen Welt herkomme, dann werden viele Menschen sehen, wie ich kämpfe und ich werde weltberühmt, jawohl. Aber du kommst meine speziellen Kraftlinken heute vor allen anderen zu sehen. Und du meine auch. Mascara möchte kämpfen. Was? Ein Mascara? Ja, sie heißt Mascara. Mit Artillerie und Balderfisch. Oh, das muss interessant werden. Guck mal, die sind auf dem gleichen Level wie Pusti. Boah. Pusti ist nicht unter Level. Wer behauptet sowas? Pustis Level ist genau richtig.
Die Kämpfe gehen hier plötzlich so schnell. Ich muss trotzdem können. Ich weiß. Der Megasauger hat die Kuh jetzt auch nicht fett gemacht. Oh, das Thema hat überlebt. Oh, so ein Pagatsch hat überlebt. Oder auch nicht. Der Seemon ist weg. Wie war 46? Oder war es immer noch 52, wie in den guten alten Generation 2 Zeiten? Das könnte alles gewesen sein. Ja. Nein, ich habe verloren, bevor ich beruhigt werden konnte. So eine Schande aber auch. Oh nein. Ich werde noch mehr erheben, bis ich eine charismatische Trainerin geworden bin. Das wird nie so weit kommen. Und ich würde sagen, ich gehe mal eben schnell im Off oder beziehungsweise während der Abmoderation zum Vitalisator und heile und speichere. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao.